Hallo Truppenhaus-Freunde, willkommen zu einem neuen Beitrag auf unserem YouTube-Channel. Heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar wir hatten jetzt einige Kommentare vom letzten Beitrag, Papaya, bau dir eben Checkfrucht an, und deswegen wollen wir heute mal auf die Checkfrucht eingehen, aber nur auf die Pflanze und ein bisschen Frucht beschreiben, und Fruchternte kommt dann irgendwann so in 3 Monaten wieder in einem neuen Video, also bleibt dran und ich hoffe, es macht euch viel Spaß. Heute wollen wir mal auf die Checkfrucht eingehen, aber wir machen heute erstmal die Pflanze. Frucht machen wir in einem kommenden Beitrag, erfahrt ihr noch, warum wir das machen. Aber das war jetzt eben mal so ein Kommentar, bau dir Checkfrucht an. Ja, machen wir probeweise. Und wir haben jetzt hier 2 Individuen im Produktions- oder im Forschungsbereich stehen und haben noch mehrere im Besucherbereich. Aber am meisten tragen bei uns eigentlich die 2 kleinen da. Und auch wenn sie relativ klein sind, ernten wir da jedes Jahr so um die 10 bis 14 Stück. Wird natürlich jedes Jahr mehr. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen mehr zur Checkfrucht erzählen. Die wird ja gerade so medial gehypt als Fleischersatz, wo ich einfach sagen muss, als Fleischersatz finde ich die Checkfrucht ein bisschen Perlen für die Säue, weil eine reife Checkfrucht ist geschmacklich einfach eine richtige Explosion im Mund. Du hast da einen Geschmack vor Birne, vor Feige, vor Ananas, vor Mango, also eine richtig massive Fruchtsüße. Und das, was jetzt eben bei uns im Handel als grüne Checkfrucht angeboten wird, ist eigentlich der unreife Zustand. Also da haben wir wieder den Bogen zur Papaya. Checkfrucht lässt sich genauso verarbeiten wie Papaya, das heißt einmal im unreifen Zustand als Gemüse und einmal im reifen Zustand als Frucht. Und jetzt mal erstmal zur Botanik, wie wir die Checkfrucht am besten beschreiben können. Die Checkfrucht gehört zu den Maulbeergewächse. Maulbeeren, weiß ich nicht, ob ihr kennt, wachsen auch bei uns. Die gehört eben mit zu den Maulbeergewächse. Und beheimatet ist sie klassischerweise im südostasiatischen Raum. Also wir haben jetzt die meiste Herkunft, wo sie vom Ursprung herkommt, aus Indien. Und da hat sie sich halt auch, wie viele tropische Pflanzen, einfach in der Seefahrerzeit weltweit, global in den Tropengürteln verbreitet. Man muss dazu sagen, aber so die Hauptanbaugebiete sind wirklich wo die Küstenregionen Asiens, so am Pazifik. Wir haben aber genauso in Sri Lanka und im ostafrikanischen Raum haben wir Checkfrüchte stehen und auch jetzt schon mittlerweile einen großen Teil in Brasilien. Und das Traurige ist eigentlich bei der Checkfrucht, es ist mittlerweile schon eine Plantagenkultur, wo jetzt mit anderen Fruchtarten gepaart wird. Es werden ja eigentlich große, massive Bäume, also die können bis 35 Meter groß werden. Wenn man die aber beernten will, dann kappen die natürlich die. Und man kann sich das vorstellen wie bei uns so ja, klassische heimische Obstbaumkultur, dass einfach die Beerntbarkeit besser da ist. Und die meisten gibt es eigentlich in der indischen Region Kerala. Ist eigentlich bekannt für seine Gewürze und da wächst aber auch die Checkfrucht. Und das Traurige ist, Checkfrucht bei uns ist ja unheimlich teuer oder gerade im reifen Zustand schwer zu bekommen. Und in Indien ist es so, dass die halt in dieser Region im Fokus eigentlich auf die Gewürze liegen und die meisten Checkfrüchte eigentlich kaputt gehen. Also da ist eigentlich noch Potenzial drin, die Checkfrucht mehr zu nutzen. Wo wir jetzt nochmal vielleicht eines hier mal ein bisschen besser beschreiben können, die Pflanze hier ist jetzt relativ jung, also die ist jetzt 8 Jahre alt. Die haben wir jetzt auch massiv ausgeschnitten. Normalerweise wäre da jetzt ein richtig großer, dicker Halbbaum oder Halbstrauch da. Aber wir haben gemerkt, wir müssen die jetzt in dieser lichtarmen Zeit gerade im Winter bei uns auslichten, damit einfach mehr Sonnenlicht reinkommt, weil die fangen jetzt auch schon wieder mit der Blüte an. Checkfrucht blüht klassischerweise in den Ursprungsländern meistens von Dezember bis März. Dann ist dann ungefähr 180 Tage später, also so ein halbes Jahr, ist ungefähr die Ernte eigentlich vor einer reifen Checkfrucht. Die grünen werden meistens schon, ja, die werden schon noch so 100, 120 Tagen runtergenommen, bevor eigentlich die eigentliche Fruchtreife beginnt. Checkfrucht ist übrigens neben Kürbis die größte Frucht der Welt. Also auch Kürbis ist eine Frucht und Checkfrucht ist eigentlich dann daneben die zweitgrößte, weil Kürbisse können noch wesentlich größer werden wie Checkfrüchte. Und die Besonderheit ist, so ähnlich wie beim Kakao, die blühen jetzt nicht einfach jetzt an, ich sag mal, an frischen Trieben. Hier hatten wir mal eine, aber die ist schon kaputt gegangen. Sondern die Früchte werden ja massiv schwer. Also bei uns sind sie in der Regel zwischen 10 und 15 Kilo vom Gewicht her. In Indien gibt es teilweise so Rekorde, wo eine Frucht 40, 50 Kilo hat und ist wirklich wo ein Meter, also es sind Riesenteile. Und das kommt aber wirklich mal auf die Sorte und auf die Region drauf an. Und die Blüte ist meistens wirklich wo an den stabilen Ästen oder eben am Stamm.
Das sehen wir hier unten zum Beispiel schön. Da haben wir eine Jackfrucht schon entwickelt. Und wenn wir uns jetzt die Jackfrucht hier anschauen, das schaut ja eigentlich aus wie ein Igel, ne? Ist eine Igelfrucht. Und viele, die jetzt die Jackfrucht bei uns sehen, sagen sofort, ah, das ist doch diese Stinkfrucht. Nein, das ist keine Durian. Kann man eigentlich auch nicht verwechseln, weil bei der Jackfrucht vernarben praktisch die Blüten zu diesem, ich nenne es jetzt mal, zu dieser stachlichen Schale. Und bei der Durian ist es viel grober. Also die hat mehr glattere Erhebungen und es sind ganz viele große, so wabenförmige Stacheln. Und Durian wird auch nicht so groß. Durian haben wir leider nicht im Tropenhaus, da bin ich aber noch dran, weil das wäre auch interessant. Und die Jackfrucht, ja, wenn man die aufmacht vollreif, riecht es schon erstmal am Anfang, aber das ist 2-3 Minuten und dann verflüchtigt sich das. Aber das ist eigentlich eine ganz tolle Frucht. Die könnten wir jetzt übrigens, ich nehme an, die braucht noch 3 Monate. Die könnten wir jetzt so in einem Monat runter machen, könnten eine grüne Jackfrucht draus machen, aber das finde ich einfach zu schade und deswegen lassen wir die noch dran. Da dahinter ist schon wieder eine kleinere. Die weißen Flecken, was man da sieht, da waren eben mal Wollläuse dran. Aber die sind jetzt vor unseren australischen Marienkäfer wegfressen. Das wäre dann die nächste. Und wenn wir uns jetzt die Größe anschauen und die, also die braucht jetzt 5 Monate und dann wäre die eigentlich beerntbar. Was wir euch dann später mal zeigen wollen, wenn die wirklich mal reif ist, dann machen wir die mal auf und drehen die auch ab. Aber heute machen wir nur mal die Pflanze Jackfrucht an sich selbst. Hier haben wir ja schon freigeschnitten, den Bereich, und jetzt kommen auch schon wieder die Neuaustriebe. Bei den Neuaustrieben wird es auch so sein, dass die wie hier dann schon wieder Blüten machen. Also hier haben wir 2 Blüten. Und das Besondere ist, eine Jackfrucht hat immer eine männliche und eine weibliche Blüte an der Pflanze. Also ist die sogenannt einhäusig. Und das ist jetzt zum Beispiel eine männliche Blüte, die ist auch schon kaputt. Also die könnte ich schon runter machen, weil die Faul da hinten, ne, also die hat ihren Dienst erfüllt. Und hier haben wir eine weibliche Blüte und die wird jetzt praktisch dann so, wenn sie bestäubt ist, verkapseln. Wir haben hier etliche Fruchtfliegen rumfliegen. Dann haben wir eigentlich da dann schon die nächste Fruchtbildung. Die braunen Blätter, was wir jetzt hier drin haben, das ist jetzt einfach der Jahreszeit geschuldet. Wir sind jetzt im Winter, das ist ziemlich lichtarm, da leiden die ein bisschen. Und wir legen jetzt eigentlich jetzt auf die Blüte gar nicht so groß den Fokus. Für uns ist eigentlich eher so die Februarblüte entscheidend. Also das heißt, ich muss die jetzt noch ein bisschen nachschneiden, dann werden die ein bisschen besser gedüngt, werden mit warmem Wasser gegossen und dann geht es im Februar richtig ab hier mit der Blüte. Und da oben sieht man es zum Beispiel schön, was jetzt so schimmelig ausschaut. Das war mal eine männliche Blüte. Da oben haben wir weibliche Blüte sitzen. Und wenn die männliche Blüte ihren Dienst erfüllt hat, dann wird sie einfach schwarz. Also das ist ein ganz normaler Schimmel. Ja. So, was gibt es noch zur Jackfrucht zu sagen? Fleischersatz in grün schmeckt noch gar nichts. Deswegen wird es eigentlich von den Veganern sehr gern genommen oder auch von den Vegetariern, weil du kannst das ganze Teil so würzen, wie du es gerne hättest. Also du könntest ein Barbecue-Fleisch draus machen, was ja viele dann jetzt mit diesem Pulled Pork ähnlich verbinden. Du kannst es süß-sauer einlegen für Curry. Also du kannst die Frucht mit Würze so gestalten, wie du es gerne isst. Weil selber an sich hat die nur eine ganz leichte Säurigkeit, als wenn du dir ein bisschen in Essig eingelegt hast, in so einen Reisessig. Und sonst schmeckt die klassisch weiß noch gar nichts. Ja? Und wenn sie halt reif ist, ist es eine absolute Geschmacksexplosion. Aber ich denke, in 3 Monaten werden wir die ernten können und dann zeigen wir euch natürlich mehr, wie man die aufmacht, wie die Frucht innen drin aufgebaut ist. Und dann machen wir auch mal einen Vergleich in der Verwendung reife Jackfrucht, grüne Jackfrucht. Vielleicht noch gut zu wissen, warum heißt eigentlich die Jackfrucht Jackfrucht? Also es hat weder mit Captain Jack Sparrow noch Captain Jack irgendwas was zu tun, sondern dieser Name kommt aus dem malaysischen Chaka und dieses Wort Chaka heißt nichts anderes wie rund und beschreibt eigentlich nur die Form von der Frucht. Und aus diesem Chaka hat sich im Endeffekt dieses Jackfruit entwickelt. Man sagt auch Jackfruchtbaum oder die Jackfrucht oder die Chaka. Also das ist immer dann so ein bisschen, wo man sich befindet. Bei uns ist es einfach die Jackfrucht oder die Jackfruit. Und vielleicht noch gut zu wissen, was steckt in der Jackfrucht eigentlich drin? Egal, ob jetzt reif oder eben unreif in grün,
die Jackfrucht hat unheimlich viel Stärke. Also man kann die auch als Reisersatz oder Kartoffelersatz essen, wenn man das so möchte. Und hat unheimlich viel Vitamine, Spurnährstoffelemente, Mineralstoffe. Hat sehr viel Kalzium, was ja wichtig ist für unsere gesunden Zähne und Knochen. Und ist relativ kalorienarm. Das heißt, 100 Gramm Jackfruchtfleisch haben nur 70 Kalorien. Also ist auch was für, ich sag mal, Frühjahrsdiät. So, das war's jetzt heute erstmal hier von der Jackfrucht. Und immer dran denken, wenn ihr am Laufenden bleibt, Kanal abonnieren oder die Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, wenn ein neues Video von uns am Start ist. Also, bis demnächst.